Ja, das war's. Und jetzt guckt mal, wie Dante aussieht im Devil Trigger. Also, na, kann man leider nicht so gut sehen. Aber trotzdem cool. So, jetzt könnten wir eigentlich nochmal zurück in die Statue holen, aber ich habe da keine Lust, jetzt mir nochmal ganz zurück zu prügeln. Vor allem gehen dann unsere Zeitpunkte flöten. Wir hätten es eigentlich auch mit dem Devil Trigger nutzen können. Das wäre dann, glaube ich, um einiges einfacher gewesen, aber... Ach ja. Großer Lebenskraftstein. Ach, warum nicht? Wir zoffen uns ein bisschen mit Chester. Ein bisschen Geld kann nie schaden. Tanz für mich! Aua! Na komm, ich will den damit treffen. Tanz für mich! Okay, das macht nichts. Ach Mann. Ach Mann. Autsch, ich spring auch noch rein. Wieso bestell mich gerade so saublöd an? Och nö, nicht der. Ich hasse den Clown. Nicht den Clown, sondern sein Mond. Ja, der lässt nämlich. Der kämpft jetzt auch noch mit, indem er diese Hände aus dem Boden beschwört. Der ist ganz schön. Wow! Aber ich glaube, wenn ihr in Bewegung bleibt, kann der euch nichts. Na komm. So, geschafft. Klatsch. Puff. Ich habe aber eigentlich zu viel Schaden da gefressen. Geld, 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 Geld. Zwar nicht so viel, aber immerhin. Komm. Also, ja. Wir wollen da runter. Hier gibt... Ja, genau. Hier war gleich diese Sondermission, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere... Oder auch nicht. Habe ich mich wohl jetzt gerade vertan. Aber ich dachte mal, eine dieser Lampen wäre die Sondermission gewesen. Nein! Nein! Jetzt kommt es. Das war den Gegner, den ich persönlich am meisten hasse. Den ich hasse und verachte. Und es ist... Nö, eine Horde von Gegnern nicht. Nö. Königin Sonnen. Talk about horsepower. A chicken race with a horse, huh? Fair enough. Ach ja, und jetzt geht das ja erst hier los. Hallo, My Little Pony. Das war dumm. Ich wollte eigentlich den hier benutzen. Scheiße. Falsche Waffe ausgerüstet gehabt. Also macht man ihm wenigstens ein kleines bisschen Schaden. Und kommt durch, auf jeden Fall. Na komm. Nein, renn doch! Uchiu, gerade noch! Gerade noch so, Leute. First chicken, now gladiator.
This just keeps getting better and better. Too bad there's nobody here to enjoy the show! Okay, let's do this. Jetzt der wahre Kampf gegen Quicksilver. Ich weiß jetzt nicht, ob das sein richtiger Name ist, aber ihr werdet gleich auf jeden Fall sehen, warum ich ihn so nenne. Das ist halt eine Pferdekutsche, also... Ah! Und eine Pferdekutsche, die mich nervt. Ah, ich hasse diesen Gegner. Shit. So, fall um, du Pferd. So, komm. Ja, da. Anti-Spoiler-Giraffe versagt. Ja, genau. Lasst euch am besten nicht von diesen Kugeln erwischen. Weil wenn das passiert, habt ihr ein großes Problem. Nämlich das Problem... So. Na, fuck. Schafft das aber auch noch ohne. Ohne Heil-Items. Auch richtig wieder tot knallen muss, ist mir egal. Wie gesagt, ganz wichtig, lasst euch nicht von diesen Kugeln erwischen. Wow! Nein! Shit, komm schon! Ja! Oh Gott, ich hasse das Vieh. Ich hasse dich! Ja, genau dich. Guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an. Glitzer, Glitzer. Yay. Wir dampfen. Geile Scheiße, oder? Ja. Quicksilver! Deswegen heißt das Vieh... Ah, nee, nicht das Vieh so. Spezielle Kraft mit der Gyron, die Zeit kontrolliert. Bei diesem Stil haben die Kampfmöglichkeiten, diverse Techniken und Kombos auszuprobieren. Ist wirklich so, also... Ja, ihr könnt, wenn ihr diesen Stil ausgerüstet habt, es ist ein Stil, neben Swordmaster, Trickser und so weiter, ist das ein Stil, womit ihr kurzfristig die Zeit anhalten könnt. Wird aber von eurem Devil Trigger abgezogen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, das wird vom Devil Trigger abgezogen. Bin ich mir echt ziemlich sicher. Guck nicht so. I found you, Seed of Sparta. I told you that I remembered your rancid scent. No matter where you went to, you could never hide from me. Du hast irgendwie auch keine Hobbys, oder? You're not the one I faced before. But this smell, there are two of them. That excellent Sparta had two sons. Ho ho. Yeah.
Ja, Virgil kann sowas auch. Nur er hat nicht so viel Lust. Aber... einfach weiter. Wir liegen ganz gut dabei. Geil, ich gucke jetzt mal so nebenbei auf Outer City, wo ich mit meinen Sound mit aufnehme. Und das fällt mir jetzt erst auf, dass ich insgesamt noch 2737 Stunden aufnehmen kann, meine Stimme. Heilige Scheiße. Jetzt hat er es fallen lassen. Autsch. Ich glaube, du hast dich geschnitten.